Der hat noch zu wenig Knochenmehl. Habe ich noch Knochenmehl für ihn eventuell? Ja. So, nur damit er erstmal schon mal was tut. Dann ist es so, wenn die hier funktionieren, wenn wir die ersten Bäumchen haben, dann könnten wir da über sagen, wir machen auch Sapmarktüren. Und das ist ja unser eigentliches Ziel. Und damit können wir auch wieder mehr Bäumchen machen. Farmen. Erstmal zwei. Ist egal. Wir brauchen doch sonst nichts, ne? Der braucht. Der braucht es ja gleich, genau. Erster Subtree. 221 Stunden haben wir jetzt gespielt. Ne, Moment, wer braucht jetzt. Ne, das war ein anderes Ding. Ah, ich verstehe, verstehe, verstehe. Muss hier noch ein botanischer Garten dazu. Der die Blätter macht. Und die gehen dann wieder dahin. Ja, alles klar. Also, ein. Nein, hier ein Sap-Extraktor, ein botanischer Garten. Gerade noch mal gucken, was machst du? Du machst auch die Blätter. Du haben mit. Achso, jetzt habe ich beides da unten. Ja, das ist gut. So. Bei dir hier oben kann ich aber direkt übergeben. Da reicht ein botanischer Garten lockerst. Bäumchen. Jetzt könnte ich da zwei oben drüber setzen oder vielleicht auch vier. Und da das ewig lange für sich hinläuft, sollte es auch erstmal reichen. Ich kann mir später noch überlegen, hier nochmal so eine Reihe mit Bäumchen zu machen. Da ja sowieso schon. Ach, ich weiß auch nicht. Warte mal. Dann machen wir das noch ein bisschen anders. Wenn er sowieso schon so weit nach rechts gerückt ist, dann könnte ich den auch noch zwei Felder weiter nach rechts setzen.
kann er das so legen. So, diese Bäume, die wollen wir hier natürlich rauslegen in eine Kiste. Ich würde fast sagen, grenzenlos. Kosten ja nichts. Ein bisschen was kosten, Sodiumalginat und so, aber. Hier noch mal einen höher. Jetzt könnten wir diese Reihe hier noch fortsetzen. Du kannst noch damit hin. Jetzt ist die Frage, reicht das mit den Klippen hier vom Platz her? Ja. Dann haben wir jetzt 8 Stück. Das ist doch okay. Keine 40. Aber auch nicht schlecht. Also die 40 habe ich auch ohnehin nie gewollt. Also. Du kannst jetzt da rein. Da rein. So. Und jetzt geht das schon mal rasend viel schneller hier mit dieser Saatproduktion. Weil diese beiden produzieren jetzt insgesamt 0,16 von dem Saft pro Sekunde. Davon kommt ungefähr die Hälfte raus. Also 0,08 pro Sekunde dadurch. Und der hier produziert. Also genau, die beiden produzieren jetzt so viel wie diese beiden hier auch. Okay. Ich muss mir das auf der Karte markieren. Drillheads sind schon fertig. Nächste Forschung. Niobium, sage ich jetzt einfach mal. Oder sind die anderen beiden Sachen sinnvoller? Kohlbett-Methanextraktor. Ich habe keine Ahnung. Phosphor-Processing. Ja. Dann machen wir Niobium. Das geht gar nicht. Da fehlt noch Organic Solvent. Das haben wir vorher noch gar nicht gemacht. Alles klar. Und so viel dazu, dass ich jetzt immer bei jeder Forschung noch nachgucke, nützt uns das jetzt direkt noch was. Und, aber bei den Drillheads weiß ich ja, wir können sie jetzt halt nicht direkt einsetzen. Also wir haben jetzt keinen sinnvollen Verwendungszweck. So, die machen schon eigentlich nicht mehr weiter, weil die kein Knochenmehl mehr haben. Aber das macht ja nichts. Wir haben unseren Kickstarter gehabt und jetzt wird es hier richtig abgehen mit der Saatproduktion. Im Prinzip könnte man das untere schon auch direkt wieder abreißen, aber naja, ich lasse Anlagen gerne stehen. Und die können auch gerne produzieren, auch wenn sie ineffizient sind.
Ja. Apropos ineffizient, wisst ihr, was bei ineffizient mir gerade einfällt? Das sind diese, die AUX, die Energie erzeugen. Bin ich total von abgekommen. Als wir AUX produziert haben, hätte ich da so quasi Hamsterräder für die bauen können, damit die Strom für uns machen. Wo mir in den Kommentaren auch noch gesagt wurde, das sei halt effizienter als in meiner ersten Staffel. Ja, aber dann kamen zu schnell, glaube ich, die Kohlegeneratoren, also die Kohlekraftwerke und so. Aber im Prinzip müsste ich das auch noch mal bauen. Und meine To-Do-Liste habe ich auch schon lange nicht mehr gepflegt, ne? Da könnte ich das eigentlich mal einpflegen. Guck mal, haben wir irgendwas geschafft? Wir haben Fiberboards geschafft. Wir haben LTN-Experimente plus Depot gemacht. Wir haben Kraftwerke gemacht, wir haben Stromschalter nicht gemacht, aber Stromschalter, ja, das kommt dann irgendwann. Construction Bots haben wir gemacht. Wir haben ein neues Kupferwerk gebaut. Wir haben mehr Fleisch oder Worker Food, ja, wir haben beides. Überschussholz wird zu Kohle teer. Ja, habe ich gemacht. Alu-Duralumin haben wir noch nicht gemacht. Ammoniazyan aus Abwasser haben wir noch nicht geschafft. Nein. Asche bei Zinnschmelz Richtung LTN-Bahnhof. Bei Zinnschmelze. Ne, das habe ich noch nicht gemacht, meine ich. So. Ich mache jetzt mal keine Nummern dabei. Wir sagen mal, wir wollen AUX Strom wir wollen. Schmelze für Nickel oder erstmal für Zink. Und dann separat neue Schmelze Zinn, Blei, Solder. Mal richtig, wir sagen englische Namen, damit ich mich dran gewöhne. Nickel. Wollten wir sonst noch machen? Reittiere, genau. Mir fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der wird sein Zeug nicht los. Ach, weil der natürlich trotzdem Knochenmehl braucht. Ja, das Knochenmehl ist blöd. Wir sparen jetzt hier ein bisschen Sodiumalginat und Urea, wenn wir das abschalten würden. Aber die richtige Bremse ist ja Knochenmehl. Ich könnte das ja da wegnehmen, aber ist egal. Ja. Können wir gleich gucken, warum wir kein Knochenmehl haben. Wollen wir keine Knochen produzieren? So, nur mal eben ein bisschen Zeug holen, ein bisschen Zeug wegbringen und so.
wieder so viel Kram eingesteckt. Oh ja, Seetang haben wir noch kein besseres Rezept, ne? Glaube ich nicht. Ach so, genau. Was wir jetzt schon eine Zeit lang aufgeschoben hatten, war wärmere Steine. Jetzt hatte ich hier noch ein bisschen Ralesia-Samen. Der will gar keine Ralesia-Samen, aber der will Moos haben. Wenn wir Plastik haben, Plastik kriegt er nicht. Du willst dann. Hä? Wer will denn jetzt Ralesia-Samen haben? Die wissen schon wohin damit. Dann habe ich Glasschalen eingesammelt. Das finde ich immer schade, dass, wenn die hier so viel vorproduzieren, dass man nichts mehr reinpacken kann. Hier geht es jetzt ja, weil ich ja hier einfach Sachen reinschmeißen kann. So, Müll ist entsorgt, bis auf einen so einen Sapp. Du brauchst ab, okay. So, die anderen Gebäude stelle ich irgendwann mal auf. Genau, wir wollten nachgucken, warum wir keinen Knochen mehr haben. Warum wir keine Knochen produzieren. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, welche. Tiere uns Knochen liefern. Ihr glaube ich gerade nicht, ne? Genau, hier sind oben keine Knochen. Bei den Fischen schon. Es werden keine Fische mehr gerendert, weil wir zu viel Fischöl haben. Insgesamt sieht es bei den Fischen aber auch relativ traurig aus. Macht ihr überhaupt noch was? Oh.
Moment, bei dir habe ich das Rezept geändert. Bei denen aber noch nicht. Seid ihr immer so langsam oder haben wir keinen Strom? Nee, 340 Megawatt, alles gut. Ihr seid also immer so langsam. Genau, das haben wir noch gar nicht zu Ende gemacht. Wir müssen auch noch gleich nach Fischfutter gucken. Wir haben nämlich hier kein Fischfutter. Also, letzte Aufnahmesession. Habe ich Fischfutter angeschmissen, war mir aber bewusst, dass es wohl noch lange dauern würde, bis es angeschmissen wird. Warte mal, aber hier, Fische werden ja schon noch produziert. Ne? Was machen wir mit den Fischen, die hier produziert werden? Die gehen hier hin. Die gehen erstmal hier in die Kiste. Ah, okay. Die Kiste musste erstmal wieder gefüllt werden, weil ich da Fische rausgenommen hatte, um die irgendwo anders hinzupacken. Keine Ahnung warum. Und Fischfutter ist ja hier nicht angekommen. Weil die wahrscheinlich keine Fische kriegen. Ich meine, jetzt wo die Kiste voll ist, jetzt müsste doch hier mal... Oh, ist so krass langsam. Oh ja, genau, wir müssen noch Abwasser... Also, warte mal, es war nicht im Plan, es war hier schon vermerkt, oder? Ja, Ammonia und Cyan aus Abwasser. Das, wo ich das hier gerade sehe, das müssen wir noch machen. Hä, was ist mit euch los? Oh. Warum habe ich das denn nicht gemacht? So, das wird auch noch dauern. Die brauchen ja alle Fischfutter. Also die jetzt nicht. Also warte mal, sie haben auch kein Salzwasser? Wieso habt ihr kein Salzwasser? Hä? Weil das Rohr oben zu kurz ist. Da geht's. Auf meine Bots warten. Die fliegen mir wahrscheinlich schon seit einer Stunde hinterher. Okay. So, Kiste ist voll. Die nächsten Fische müssten dann hochgehen. Wir müssen ja sowieso lang, deshalb folge ich dem Fischpfad mal. Ah, guck mal, da sind sogar ein paar Fische schon unterwegs. Das heißt, eigentlich müsste doch Fischfutter schon funktionieren. Woran scheitert es noch? Da ist schon jede Menge Fisch. Knochen. Ja, da sind sie wieder, die Knochenprobleme. Meine Fabrik hat Osteoporose. Ah, die Pilze. Die Pilze haben es kaputt gemacht. Wir haben Knochen, theoretisch. Aber die können sie hier nicht rauslegen, weil die Pilze alles blockieren. Hier brauche ich doch gar nicht so viele Pilze. Nee, genau. Ich weiß nicht, ich brauchte 4 insgesamt. Habe ich falsch gemacht. Da sind noch Knochen auf dem Band teilweise drauf. Vielleicht ist es auch nur eine Anfangsproblematik gewesen, die jetzt schon korrigiert ist. Nee. Pilze dürfen hier nur oben lang.
Und dann ist die Frage, will ich Pilze auch irgendwo zum Bahnhof bringen? Möglicherweise ja. Und da wäre dann natürlich ein doppeltes Band ganz gut. Ich muss also direkt vor den Knochen das nochmal eben ändern. So. Und jetzt muss ich mir unsere Knochenproduktion noch mal eben angucken. Bones. Ja, verglichen mit früher. Okay, wir hatten mal eine Produktionslücke, die ist ja bekannt. Da haben wir ja letzte Aufnahmesession was geändert in der Schaltung. Und seitdem ist ja wieder gut. Seit 2,5 Stunden. So, dann muss ich nur mal eben die Pilze vom Band wegessen. Überlege gerade, wie ich das sinnvoll machen kann. Ja, aber ich denke, hier Handarbeit ist noch das Beste. Wenn ich jetzt einen Greifarm beauftrage, das in eine Kiste zu legen, dann muss ich ja irgendwann dann denken, wieder zurückzukommen. Und ich lege da ja ganz, ganz viele Pilze in die Kiste, auch zukünftig noch. Dann legt er auch Pilze von der anderen Fließbandseite da rein und so. So, und die anderen kriegen natürlich keine Knochen ab, weil ich hier mal gesagt habe, Fischfutter ist das Wichtigste, die kriegen die Knochen zuerst, kann das sein? So, Pilze zu verschenken, Knochen zu verschenken. Aber das ist auch wenig, was hier an Native Flora hochgeht.
Ja. Ich meine, Schrott wieder los. Ich würde gerne eigentlich noch diese Sapdinger bauen. Auch vor allem Zoll. Und Eisenplatten, ne? Ja. Das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das jetzt zu machen, aber jetzt was Neues anzufangen ist auch schwierig, weil ich nicht mehr lange aufnehme. Ich gucke gleich nochmal eben nach den Knochen, ob alle Knochenproduzenten auch was tun. Drei Bäume immerhin wieder zugekommen. Und ich habe mich irgendwie verzählt. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich dachte, ich hätte 6 Stück gebaut. Jetzt gerade. Und 2 hatte ich ja vorher schon mal. Ah, da ist er. Mein anderer Bot hatte nur Verspätung. Dinger, wo sind sie jetzt hin? So. Auf zu den Knochen. Genau, Fisch haben wir gesehen. Produzieren wir keine Knochen, weil wir genug Fischöl haben. Und es macht für mich keinen Sinn, Fischöl wegzuschmeißen, nur damit wir Knochen produzieren. Denn Fische brauchen ja auch wieder Fisch. Achso, genau, Fische und Fischfutter. Wir können die Fische umstellen jetzt. Das ist ein kleines Risiko. Vielleicht haben wir nicht genügend Filtration Media, vielleicht haben wir nicht genügend Fischfutter. Wir haben überhaupt kein Fischfutter. Hä? Habe ich das Fischfutter noch gar nicht hier rübergebracht? Was mache ich denn hier? Fischfutter geht hier lang. Darüber. Geht da rauf und da geht es nicht weiter. Ja. Ein Stück Fließband fehlt, alles klar. Oh. Ich schaue erstmal, ob der Link jetzt anfängt zu arbeiten. Also der kann noch gar nicht arbeiten, der muss ja auch Zugang zu diesem Fischfutter bekommen. Was auch nicht ganz so einfach ist bei diesen vielen Rohren und so. Warte, da geht's doch.
Dann würdest du das auch brauchen. Könntest das da direkt abgreifen. Du könntest das von da greifen. Kann ich jetzt das Rezept umstellen? Wie weit lohnt sich das? Wir haben dann 9,2 mit dem neuen Rezept, mit dem alten haben wir 4. Das heißt eine Verdopplung der Fischproduktion, sogar noch etwas mehr als Verdopplung. Wir brauchen dafür aber auch wertvolles Filtration Media und wertvolles Fischfutter. Sparen dafür ein bisschen Lampen. Effektiv, also pro Fisch sparen wir eine Lampe und Biomasse und so, was wir aber alles genug haben. Trotzdem bin ich ja dafür, immer auf neue Rezepte umzuschalten. Jetzt muss ich mal gucken, wie ist denn unsere Filtration Media Produktion? Mäßig. Ja, mäßig bis schlecht. Da habe ich, glaube ich, irgendwann mal einen Gravelzug hingeschickt oder so. Müssen wir auch noch mal gucken, warum die nichts produzieren. 20 pro Minute. Davon kann ich noch nicht mal ausgehen. Also sagen wir also mal 0,3 pro Sekunde. Wenn wir sagen 0,1 pro Sekunde, ist vielleicht das, womit wir rechnen können. Oder ich bleibe bei den Minuten. Einen halben pro Minute mal 5. Ein bisschen mehr. Also irgendwie sowas wie 3 bis 4 pro Minute und wir würden, das würden wir schon hinkriegen. Warte mal, es kommen auch keine Eier. Ob das denn noch passt, das müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir 19 Eier die Minute. Und wir brauchen dann das Fünffache, ne? Also 24, 23. Das Verhältnis passt dann nicht ganz. Ich könnte jetzt sagen, hier packt man Mark II-Fische rein, sobald wir die haben, aber dann kriegen ja auch Mark II-Fische. Okay, wenn wir das mal 4 rechnen, dann wären wir bei 16. Ja, genau, einer kann 4 versorgen. Der kann 4 versorgen, also ist einer eigentlich über hier. Und wir brauchen ja auch noch zusätzliche Eier für andere Dinge, nicht nur für diese Fische hier. Also, bist du hier umgesetzt? Du machst jetzt auch Eier. Nicht so. Das mit dem Rohr ist hier ein bisschen blöd. An der Stelle.
Nee, das geht auch nicht. Der muss da nicht sein. Der kann da hoch. Der braucht auch Fische. Oh, die krallen sich jetzt natürlich sehr viel Fische. Eieiei. Also insofern müssen wir das Rezept auf jeden Fall umstellen, weil die ja elendig viel Fische fressen. So, du wolltest auch Fische haben. Du legst aber hier keine Fische raus. Nein. Du nimmst dir da Fische weg und legst aber Eier raus. Nach dort. Eigentlich müsste der hier auch sich von einer Kiste bedienen. Da müsste irgendwie eine Kiste dazwischen. Das heißt, du gehst darüber. Da kommt eine Fischkiste hin. Da kommt ein Greifarm. Da kommt Priorität nach rechts. Und in die Kiste kommen jetzt aber nicht so viele. Und das Problem ist, dass der sich jetzt hier schon vorab Fische greift. Das ist eigentlich ein bisschen fies von ihm. Er sollte das nur machen, wenn genügend Fische da sind. Und genügend Fische da heißt, in der Kiste liegt was drin. Jetzt habe ich ihm schon gesagt, kleiner 50, also er will da sowieso nur 50 reinpacken, ja. Der frisst 40 Fische die Minute. Das ist quasi unsere komplette Produktion hier. Das geht so nicht. Ich muss da noch eine Schaltung einbauen. Warte mal. Das ist so schwierig, weil wir so wenig Platz haben hier. Oder ich muss irgendwie sagen, vorrangig. Der kriegt hier nachrangig seine Fische. Der muss jetzt also erstmal sofort gestoppt werden, bevor noch während ich nachdenke. Sonst bricht mir hier die ganze Produktion zusammen. Ich guck mal, haben wir jetzt überhaupt Mark II Fische schon irgendwie bekommen? Nee, ne? Da fehlen die Eier. Da fehlen die Fische. Da fehlen die
bei dem ist halt so Glückssache. Hat er schon überhaupt mal so einen großen Fisch da rausgepackt? Wissen wir nicht. Insgesamt hat er produziert 17 Mal. Nach ungefähr 200 Produktionsschritten macht er einen besseren Fisch da raus. Alles klar. Ich will zwei Dinge erreichen. Der Greifarm soll hier nicht mehr als 50 Fische reinpacken. Und er soll das aber nur machen, wenn hier oben genügend Fische schon drin sind. Und er muss noch nachrangig agieren. Das sind drei Wünsche auf einmal. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lücke. Ich könnte noch einen weiteren Lücke machen. Das könnte mir schon weiterhelfen. Den drehen wir mal. Den unterirdisch. So, vorrangig nach links. Nur wenn da voll ist. Jetzt haben... Der hat sich Fische gekrallt, der hat sich Frische gekrallt für die Eierproduktion. Dann als drittes gehen die Fische zum Fischfutter und sonst wohin, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich nicht zu irgendwelchen Verwertungsanlagen. Und dann kommt er hier und geht hier runter. Wenn das Fließband mit den Fischen, was nach oben geht, unersättlich sein sollte, dann haben wir ein Problem, dann kriegen wir keine Fischverbesserung rein. Aber ich glaube, das ist nicht unersättlich, das wird sich stauen. Ich habe noch Eier. Warum legst du die Eier nicht raus? Achso, weil sich die Eier jetzt schon stauen. Ach so, gerade warte mal, der legt auch noch mal. Der legt noch mal separat nach oben, was dieser hier nicht tut. Das könnte ich noch mal ändern. Also derzeit ist es nicht notwendig, aber. Der Kollege kann den oberen Strang damit versorgen mit Fischeiern. Und ich habe jetzt natürlich eine Überproduktion, also einer von den beiden kann ja die vier hier unten schon komplett versorgen. Ich wollte eigentlich nach Knochen gucken, kann das sein? So, also Fische keine Knochen, dann gibt es eventuell Auochs, produzieren die Knochen. Also auf jeden Fall die Cotton Guts. Und was passiert mit den Cotton Gut Knochen? Das müssen wir mal eben gucken.
Die hier. Wir produzieren derzeit keine Cotton Guts, nicht genügend. Warum? Das ist schlecht. Ein bisschen was machen wir. Mal eben sehen, Strom ist okay. Moment mal, ich verliere den Überblick. Wo kriegen die jetzt ihre Cotton Guts her? Von da hoch? Von da? Und was ist mit euch hier anders? Also das sind die Pubs. Das ist quasi der Überlauf an Cotton Guts, der zur Schlachtung geht. Und die kommen von hier. Ne, die machen die Pubs. Nee, genau, die kommen. Kommen von hier. Die kommen schon von da. Die gehen nur in den Kreis. Die sind super langsam. Aber die haben alles, was sie brauchen. Ich müsste nur mal die Gebäude hier nachfüllen. Keiner beschwert sich, dass ihm irgendwas fehlt. Also gut, jetzt ist eh Schluss mit der Aufnahme. Ich werde die Gebäude per Hand craften und dann hier hinstellen. Und in der 2 Minuten haben wir vielleicht nochmal, um bei den Auroks nachzugucken, ob es bei denen auch so Probleme gibt. Das sind die Auroks für Manur. Und hier passiert gar nichts. Weil wir keine Käfige haben. Was ist immer mit den Käfigen? Hä? Das müsste sich doch immer ausgleichen dann. Was macht er mit seinen alten Käfigen? Die legt er da raus. An dem Moment, mit Käfig, genau. Der hier. Der legt die Käfige dann auch hier raus. Die Käfige kommen hier an, gehen da rein. Aber macht er nicht. Achso, weil hier jetzt so ein Band ist. Alles klar. Und der produziert nicht, weil wir jetzt das Blut voll haben. Das Blut staut sich. Was okay ist, ich will ja kein Blut verschwenden. Nur damit wir mehr Knochen produzieren. Dafür sind ja die Cotton Guts da. Die sollten das dann schon hinbekommen. Das ist sowieso nicht super effizient hier mit den... Wenn man sich das anguckt. Fleisch 16, dafür sind sie gut. Und der Rest ist so ein Beiwerk. Knochen 6. Und die anderen, die Cotton Guts. Haben Knochen 10, genauso wie Lat und Guts. Und das ist so das Hauptwerk. Und die sind ziemlich gleichmäßig. Ja. Also gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.